Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Spezialsendung zum Turnaround Formel Börsendienst. Ich habe mir den Ideengeber und den Entwickler der Formel eingeladen, Florian Söllner und Dr. Dennis Riedel. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir standen ja vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, schon mal hier an dieser Stelle und ihr habt mir die Turnaround Formel näher gebracht und die dazugehörigen Reports damals noch und natürlich auch dem Zuschauer. Jetzt wollen wir ein kleines Fazit mal ziehen nach rund 12 Monaten. Es lief ja sehr, sehr, sehr gut, kann ich schon mal feststellen. Über 110% in den letzten 12 Monaten. Ich glaube, ihr seid mehr als zufrieden mit der Formel. Sie funktioniert offenbar. Auf jeden Fall. Wir hatten ja gesagt, schon letztes Jahr, wir waren das sehr überzeugt, es funktioniert. Wir haben uns das ganz genau überlegt. Wir haben das jahrzehntelang beobachtet, welche Chartformationen funktionieren gut. Und wir haben das backgetestet, Dr. Dennis Riedel. Und wir wussten schon, es funktioniert. Aber dass es so gut funktioniert, nochmal deutlich stärker als im Backtest im Live-Betrieb, hat natürlich auch positiv überrascht. Natürlich auch unsere Leser positiv überrascht. Da haben wir sehr positives Feedback bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir intensivieren das nochmal. Wir machen jetzt einen richtigen Börsendienst daraus. Das erklärt ihr uns gleich noch. Wir sehen es auch hier gleich in der Grafik. Also diese 110%, die eben jetzt real bewiesen sind seit den letzten 12 Monaten, aber auch im Vorfeld, wenn man den Backtest anschaut, es hat die ganze Zeit über den DAX schon outperformed, die Turnaround-Form. Genau, man muss dazu sagen, es sind heute 112%. Wir haben so ein bisschen ein kleines Problem, dass es ganz aktuell sehr viele Depotwerte gibt, die nach oben gehen. Und man muss das ein bisschen nach oben immer revidieren, aber er entwickelt sich natürlich sehr gut. Man muss sagen, normalerweise haben wir gerechnet mit rund 20% plus im Jahr, was ja sehr stark ist, weil wir haben eine Formel, die eben auch ein geringes Rückschlagsrisiko hat. Wenn man es vergleicht, Warren Buffett, Berkshire Hathaway macht die letzten Jahrzehnte so rund 9% pro Jahr, was schon stark ist. 20% wäre nochmal das Doppelte und richtig stark. Also 100% überrascht auch uns. Kann man nicht jedes Jahr damit rechnen, aber wir sind, glaube ich, zuversichtlich, dass es ähnlich stark weitergeht. In der aktuellen Ausgabe von der Aktionär, da habt ihr das Ganze ja auch mit Berkshire Hathaway, eben von Warren Buffett, die Beteiligungsgesellschaft, auch verglichen. Und ich glaube, auch da habt ihr sozusagen besser abgeschnitten, oder die Turnaround-Formel hat besser abgeschnitten. Ja, wobei wir an der Stelle natürlich erstmal kleinere Brötchen machen sollen. Also Herr Buffett hat natürlich über einen langen Zeitraum bewiesen, dass er mit auch riesigem Kapital in einer sehr guten Weise umgehen kann. Wir sind jetzt hier gerade mal ein Jahr real und auch mit besseren Startbedingungen weniger. Wir können uns auf kleinere Werte auch fokussieren. Das ist natürlich nochmal eine zugegebene andere Hausnummer. Ich wollte an der Stelle vorhin auch nochmal einhaken und sagen, dass das Ergebnis, wie es jetzt allerdings ausgefallen ist, ist jetzt nicht zu erwarten, dass man das jetzt so jedes Jahr erwirtschaften könnte. Also es ist schon so, dass wir eigentlich auch überzeugt sind, auf lange Sicht auch den Markt hinter uns zu lassen. Aber solche Ergebnisse sind natürlich nicht planbar. Und ein Stück weit hat uns da natürlich auch das Glück in dem Jahr geholfen. Das gehört nun mal auch dazu an der Börse. Das gehört immer dazu. Jetzt wollen wir aber die Formel nochmal vielleicht zusammenfassend für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal davon gehört haben oder nicht genau wissen, was es geht, nochmal zusammenfassend vorstellen. Genau, also der Grundansatz war eigentlich bei der Strategie, dass wir so unsere Stärken, die wir zwei mitbringen in den Dienst jetzt bündeln wollen. Das ist bei mir so der quantitative Ansatz, also dass ich suche nach statistischen Vorteilen, die es an der Börse gibt und die es an diversen Stellen eben auch gibt. Und ebenso der fundamentale Aspekt, der Value Investor gerade hier im Nebenwertebereich, was der Florian abdeckt. Und so sieht eben die Strategie auch aus, dass wir erstmal einen großen Markt von Aktien scannen und zwar nach systematischen Indikatoren und dort bleibt dann jeden Monat sozusagen, wenn wir das auswählen, immer nur eine Handvoll an Aktien übrig, von denen wir wissen, dass die statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit besitzen, den Markt zu schlagen, eine deutlich höhere sogar, als eben bei Vergleichsaktien. Und aus diesen Werten, die da eben jeden Monat heraus sich kristallisieren, da kommt eben im zweiten Schritt dann noch so ein Fundamentalcheck dazu, wo wir also versuchen, nochmal da die besten, die vielversprechendsten Werte für die Zukunft eben rauszusortieren. Was passiert denn, wenn ein Crash jetzt stattfindet? Wir hatten vor ein paar Wochen einen Flash-Crash beim Dow. Wie reagiert da die Formel oder wie ist die da aufgestellt? Also grundsätzlich kann man sagen, nochmal zur Idee auch, wir kaufen ja Aktien, was uns eben sehr besonders gut gefallen hat in der Vergangenheit schon, die von der langen Bodenbildung nach oben durchstarten. Da ist schon mal das Rückschlagsrisiko eher begrenzt. Man kann auch ganz gut den Ausstieg planen, sobald die Schwäche hier zunimmt. Und
Dennis hat es ja auch backgetestet, eben dieses Risiko, wenn ein Crash ist, da kannst du vielleicht nochmal zwei Sätze sagen. Also im Backtest funktioniert das auch beim Crash besser als andere Strategien. Genau, das hat sich also in den Tests gezeigt, dass die Formel sozusagen automatisch ihre Investitionsquote runterfährt, wenn längerwierige Bässen anstehen. Es gibt dann einfach keine Kaufsignale mehr, sodass wir also überhaupt keine Werte mehr vorgeschlagen bekommen, die ins Depot kämen. Das hat eben dazu geführt, können wir natürlich im Moment nur für die Vergangenheit sagen, dass der Drawdown, also so der maximale Verlust, den man so erzielt hat, doch deutlich niedriger lag als beim DAX. Also DAX lag irgendwie bei 70% und wir jetzt bei 30%. Den Beweis wollen wir natürlich auch für die Zukunft andrehen, dass wir das auch weiterhin können. Aber das ist so die grundlegende Strategie. Wenn jetzt der Turnaround einsetzt, aber das Ganze sich ziemlich lange hinzieht, also sehr langsam vonstatten geht, wie geht dann die Turnaround-Formel? Wird dann wieder die Aktie verkauft oder wie geht das vonstatten? Also es ist so, dass wir tatsächlich der Meinung sind oder dass das System so ausgelegt ist, dass wir Aktien erst kaufen, wenn sie kurz vor dem Durchstarten wirklich stehen. Das ist ja ein häufiges Problem, wenn man in Turnaround-Aktien investieren möchte. Man ist investiert und denkt, naja, da ist doch Hoffnung am Horizont, fundamental gibt es doch Besserungsmöglichkeiten, und dass man dann aber feststeckt über viele Monate vielleicht oder sogar oder Jahre in Aktien. Und das System ist eigentlich extra so ausgelegt, dass wir erst dann rein wollen, wenn sozusagen gerade der Move nach oben ansteht. Und wenn der nicht relativ direkt erfolgt, dann gehen wir in der Strategie auch ziemlich schnell wieder aus den Werten raus. Sodass wir zwar trotzdem nicht auf sehr viele Transaktionen kommen, aber es kann auch schon mal passieren, dass ein Wert nur mal einen Monat sich im Depot hält und dann wir eben sagen, okay, das, was wir eigentlich erwartet haben, dass Käufe da eintreten, ist nicht erfolgt und deswegen verabschieden wir uns wieder. Was man kurz dazu noch sagen kann, also wir schließen auch größtenteils so Fehlsignale aus, weil wir das Volumen einbezogen haben. Und man hat oft erkannt im Live-Betrieb, dass die Formel im Prinzip schon vorher wusste, da ist was los, und später kam die Insider-Meldung, dass hier Großinvestoren eingestiegen sind. Im Prinzip erkennt das System oft, wenn Großinvestoren überzeugt sind, die operative Entwicklung ist stark, wir kaufen jetzt, und da springt das System schon an. Insofern sind ja die Fehlsignale natürlich auch vorhanden, aber nicht die Regel, und bei Fehlsignalen steigen wir auch relativ schnell wieder aus. Jetzt hattest du auch eingangs erwähnt, das Ganze ist jetzt ganz neu ein Abo. Also vorher waren es ja einzelne Reports, die man sich eben einzeln kaufen konnte, aber jetzt wird das Ganze als Abo angeboten, richtig? Genau. Ist jetzt im Prinzip auch nochmal ein Update pro Monat zusätzlich geplant. Man bekommt sozusagen das Doppelte, wenn man jetzt ein Abo abschließt, und wir sind näher dran. Bisher bei einmal im Monat mit den Signalen, künftig können wir da eben auch schnell reagieren, vielleicht auch mal schneller kaufen, vielleicht auch mal schneller verkaufen für unsere Leser und Abonnenten, die auch das sich gewünscht haben. Bei Leserbriefen haben wir das gelesen, okay, wir bilden das nach und wir möchten das wirklich noch direkter nachbilden, weil es bei den meisten sehr gut funktioniert hat, wie man gesehen hat. Und ich glaube, es gibt noch ein paar andere Änderungen, die jetzt vielleicht für die Zukunft anstehen. Ja, wir sind auch zum Teil häufig durch Anfragen von Kunden, die da doch deutlich Interesse signalisiert haben, an einigen Sachen dran. Jetzt wollen wir es natürlich noch weiterentwickeln und vielleicht auch ausweiten. Also wir werden voraussichtlich im Sommer das Ganze auch auf internationale Indizes anwenden. Das lässt sich zwar nicht 1:1, aber doch relativ gut übertragen. Und eigentlich haben wir schon einiges vor für die nächsten 2 Monate und noch einiges im Petto, ja. Ja, so viel dann quasi zur Zukunft. Jetzt wollen wir zur Gegenwart nochmal zurückkehren. Wir sehen hier einen Wert, lang und schwarz, der sich aktuell im Depot befindet. Wann habt ihr denn hier zugeschlagen? Wir haben hier Ende Januar zugeschlagen. Seitdem ist die Aktie weiter gestiegen um 35%. Man sieht es hier, schöner Turnaround, TFA-Signal angeschlagen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass im Chart schon erkenntlich war, hier tut sich was. Wir haben den Fundamentalcheck gemacht, wussten schon, okay, ist eine fundamental attraktive, günstige Aktie. Aber was sozusagen der Chart schon mehr wusste als wir, einige Tage später wurden überraschend starke Zahlen vorgelegt mit über 100% Gewinnsteigerung im Quartal. Auch deswegen der schnelle Kursanstieg. Ich glaube, du bist auch sehr überzeugt von dem Papier. Da kannst du nochmal einen kleinen Hinweis wahrscheinlich machen. Ja, ich bin in der Aktie eben auch selbst investiert. Was man vielleicht noch sagen kann zu dem Unternehmen, dass die Zahlen schon gut ausfallen würden. Das konnte man sich schon so ein bisschen zusammenreimen im Vorfeld. Aber auch der Ausblick, der gegeben wurde, war dann quasi bombastisch, kann man sagen. Dadurch dann sozusagen der ganz steile Anstieg. Und im Vorfeld war es auch schon so, dass viele größere Käuferschichten in die Aktie hineingegangen sind, die das wahrscheinlich auch genau das schon antizipiert hatten. Und da waren wir dann eben darunter.
Diese Aktie seit Januar im Depot, jetzt habt ihr uns noch eine geheime Aktie quasi mitgebracht, die jetzt ganz neu ins Depot aufgenommen wird. Da wollen wir den noch nicht verraten, das ist quasi ein kleines bisschen hier Teasing auf den Börsendienst, dass man das Ganze natürlich sich auch mal genauer anschaut. Aber warum oder hier hat die Formel auch quasi zugeschlagen, einen Ausschlag gegeben? Genau, wir haben hier das typische Muster, dass wir erst eine stabile, längere Bodenbildung haben und dann dieses Signal, auch Volumensignal, das TFA-Signal, was wir trotzdem ein paar Wochen, Monate entwickelt haben, dass wir hier richtig reingehen. Den Fundamentalcheck haben wir gemacht, das ist ein Milliardenkonzern, also keine kleine Aktie. KGV für nächstes Jahr bei 14, günstig, eine führende Position. Noch heute schreiben wir den neuen Report fertig, der erscheint jetzt in wenigen Stunden. Und dann kann man es nachlesen. Auch das ist eine Aktie, die schon charttechnisch sehr stark aussieht. Fundamental sind wir hier überzeugt, könnte durchaus auch eine schöne Entwicklung nehmen. Okay, wer neugierig geworden ist, der kann sich natürlich jetzt gerne anmelden, nicht nur bezüglich dieser Aktie, sondern des ganzen Systems. www.turnaround-formel.de, dort können Sie sich anmelden. Es gibt jetzt noch quasi einen Frühbucherrabatt, kennt man hier so vom Urlaub, bis zum 18. März, wenn man jetzt noch zuschlägt, sich anmeldet, dann kriegt man einen Rabatt eben, richtig? Genau. Gut, dann danke ich euch beiden, dass ihr da wart, dass uns das Sehr Ganze gerne. Näher gebracht hat erneut. Danke auch Ihnen, wie gesagt, melden Sie sich gerne an, wenn Sie interessiert sind. Ansonsten danke für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Thank you.